Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Ich bin bester Laune und ich bin heute ganz gut vorbereitet, denn ich habe euch beim letzten Mal ein heiliges, in Stein gemeißeltes, hoffentlich, Versprechen abgegeben. Und zwar, dass wir heute mit der Hauptstory weitermachen. Aber ich hatte auch gesagt, dass ich vorher ein, zwei Dinge erledigen möchte. Und ich habe den Zenobia-Part jetzt erstmal gestrichen, weil ich hatte ja in der letzten Folge, glaube ich, versucht, Hugo, den Tätowierten hieß der, glaube ich, zu besiegen. Hab nochmal geguckt. Also man muss tatsächlich über diese komischen Kisten, die da über die Schwebebahn transportiert werden, da hinkommen. Ich würde euch gerne in einer der nächsten Folgen begrüßen, an dem Punkt, wo man auf diese Teile rauf springen kann, damit wir das zu Part Beginn machen können. Wollte ich jetzt heute nicht tun, denn ich habe beim letzten Mal aufgehört an einer Stelle, wo wir scheinbar einen neuen Söldnerauftrag entgegennehmen können. Und das war jetzt für mich erstmal wichtiger und wie man es halt kennt, wir arbeiten uns nach und nach und Schritt für Schritt durch. Hier bei den Händlern wollte ich allerdings auch nochmal vorbeischauen. Ey, das ist so teuer, ne? Ich habe beim letzten Mal ich habe alles auf 3 hochgekauft und ja, nee, das ist mir... Also es ist nicht so, dass wir jetzt arme Schlucker wären, aber man muss ja auch seine Restbestände nicht zum Fenster rauswerfen, ne? Deswegen, nee, nee, reicht erstmal von jedem eins zu haben. Die Söldneraufträge sind jetzt durchgelaufen, wir werden das gleich sehen. Ich nehme mir nur erstmal den nächsten Auftrag entgegen, Dromark. Alles klar bei dir? Erstmal schön über unsere Auftraggeber rüberspringen, kann man mal machen. Du siehst aus, als hättest du was zu erzählen. In der Koltschlucht gibt es riesige Eiszapfen. Schon davon gehört, wo zur Hölle ist die Koltschlucht? Muss man die kennen? Die sind dafür bekannt, manchmal Lawinen auszulösen, wenn sie herunterfallen. Die letzte davon war erst vor 3 Jahren und als Kind habe ich meinen Großvater in einer Lawine verloren. Es wäre gut, wenn man alle Eiszapfen zerhauen könnte, bevor noch mehr Unheil angerichtet wird. Aber die Armee von Tantal ist derzeit nicht dazu bereit, Leute für diese Aufgabe abzustellen. Irgendwer müsste dem Militär erklären, wie groß die Gefahr ist, die da lauert. Könntet ihr das vielleicht tun? Ich hätte da eine Idee, bla. Ihr würdet also mit den Soldaten reden? Dann wird die Gefahr durch die Eiszapfen ja sicher bald gebannt sein. Na, hoffen wir. Die Frage ist, wie du bald definierst, mein lieber Ioannis. Sehr interessanter Name auf jeden Fall. Das heißt, wir haben das jetzt in unserem Auftragsdings mit drin. Für mich beginnt heute übrigens eine neue Aufnahmesession. Ich muss jetzt mal gucken, weil ich dadurch, dass ich jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger streame, noch ein drittes Spiel habe, wo ich mich an die Steuerung so nach und nach gewöhne. Und das macht es nicht gerade unkompliziert, sich dann immer wieder neu reinzufriemeln. So, aber erstmal gibt es hier ein bisschen was abzuholen. Und wir werden heute, glaube ich, viele Harmonie-Ring-Freischaltungen zu sehen bekommen. Ich werde das für die unspektakulären Klingen jetzt nicht genauer in Augenschein nehmen. Aber da, wo unsere Hauptklinge ins Spiel kommen, da natürlich schon. Feinkost Platini und Patisserie Plax. Patisserie, da bin ich gedanklich schon wieder direkt bei Gorg. Oh Gott, Frey, das war ja mal mega der Jackpot für dich. Solange wir Partner sind, gibt es einfach nichts, was wir nicht schaffen. Zusatzschaden versus Gegner, die ihren Wutring auf Anwender richten. Wurde das ja auch gerade freigeschaltet? Hergesehen, jetzt kommt eine Demonstration meiner Macht. Mehr Schaden bei Umgeworfenen. Hier hat irgendjemand aufgepasst, welche das jetzt waren. Ja, so muss es laufen. Halt 1,2 KP pro Sekunde, wenn KP bei 30 oder weniger. Es ist Zeit für einen entscheidenden Schlag. Angriffe auf Gegner höherer Stufen richten 65% mehr Schaden an. Das ist ja Neisenstein. Kann alle beschützen. Stimmt doch, Partner, oder? Reduziert erlittenen Schaden um 32%. Wenn KP 30% oder weniger, das klingt alles schon wieder so, als wäre man quasi unbesiegbar, wenn die jeweilige Klinge hier mitmischt. Karai! Hallo Karai! Ich dachte, du schaltest jetzt frei 3. 3 Ringe, aber nee, es waren nur 2. Nur 2 in Anführungsstrichen. Das ist schon ordentlich. Und die Schneeforschung ist auch abgeschlossen. Hat alles sehr, sehr lange gedauert, ne? Wir erinnern uns zurück, deswegen habe ich das zum Partende nochmal ein bisschen vollgeballert. Das ist die Macht der Erde. 90%ige Chance, den Block eines Gegners zu ignorieren. Und das hier, ne? Ein Schlag, ein Gegner weniger, erhöht kritischen Schaden um 40%. Auch das bedeutet Kraft. Ne, ich glaube, das war das Gelbe hier. Ich kann mir das irgendwie immer nicht merken. Auch wenn das gerade nur 2 Boppel waren, aber egal.
Mein Kurzzeitgedächtnis schafft es, in jegliche Bereiche vorzudringen. Wobei das nicht mal was mit Gedächtnis zu tun hat, sondern mit der Fähigkeit, das gut zu überblicken. Ich kann aber hier wirklich als Begründung meine kaputte Makula auf einem Auge anbringen, die es mir generell schwer macht, also schwerer als Normalsehenden, alles so auf einen Blick zu erfassen. Das ist kein riesiges Problem, aber in so mancher Alltagssituation merkt man das schon, dass das so ein bisschen nervt. Und solche Sachen gehören da eben auch mit dazu. Guck mal, hier ist die Eiszapfen-Mission von gerade eben. In der Koltschlucht sind schon viele massive Eiszapfen abgegangen und haben Leute verletzt. Würdet ihr dabei helfen, die Bedrohung einzudämmen? Abgegangen ist so ein lustiges Wort, ne? Muss ich euch auch gerade vorstellen, wie Eiszapfen einfach voll abgehen und voll Party machen und voll ausrasten und dabei irgendwie andere verletzen? Nee? Okay, dann bin nur ich komisch. Ich stelle mal meine Truppe zusammen. So, das wird lange dauern. Und ich habe mich jetzt schweren Herzens von Herald lösen müssen, aber... was war bei ihr nochmal der Grund? Ja, sie führt eine Ätherkanone, deswegen muss ich sie als dritte... noch mit reinnehmen, und man sieht anhand der Spezialtalente, das sind nicht unbedingt die, die wir bei den Standardklingen antreffen, also die Mission, ja, da werden wir jetzt erstmal eine Weile Tschüss sagen müssen, und Herald wird natürlich die Valkyrenlegion anführen, ist ja wohl klar. Ich will immer noch unbedingt Quests mit ihr haben, ich habe das beim letzten Mal ja schon erwähnt, ne? Also irgendwann wird sich sicherlich in ihren Harmonieringen auch irgendwas freischalten, wo wir sie dann hoffentlich ein bisschen besser kennenlernen oder ihren Background oder was auch immer. So, aber ich werde dann gleich nochmal eine neue Klingenzuordnung vornehmen. Dann geht es kurz nach Temperantia, ne? Wegen dem Siegelstein, hatte ich beim letzten Mal ja gesagt. Da will ich den zweiten gerne aktivieren, wenn es denn klappt, ne? Wenn ich jetzt Pech habe, habe ich natürlich genau die Klingen ausgewählt und auf die Reise geschickt, die ich jetzt gleich benötigen werde. Und ich habe jetzt ganz vorausschauend ja auch darauf geachtet, dass ich Adenine jetzt nicht auf die Reise schicke, damit wir heute auch mal wieder resonieren können, weil das habe ich mich beim letzten Mal nicht getraut, weil mir der Glücksboost, den sie ja mitbringt, dann verloren ginge, ne? Und den hätte ich halt schon ganz gerne mit dabei. So, das heißt, wir können Adenine jetzt hier auch wieder zuordnen. Warte mal, bei Rex, der hat jetzt auch mit so einer Ersatztruppe gekämpft zuletzt. Ich weiß gar nicht, ob ich mit der Truppe überhaupt Kämpfe absolviert habe, aber wen hatte ich denn sonst? Asami hatte ich zuletzt, glaube ich, hier immer mit drin. Dann holen wir mal Rock mit rein. Rock hat mir die letzten Parts hier und da immer gefehlt, weil ich zum Abschluss meiner Supertechnik, ich vergesse da immer, wie die heißen, in der dritten Stufe da oben rechts im Bild beim Kämpfen, da habe ich oft immer Wind gebraucht und war dann meistens von Nia abhängig, damit sie da irgendwie das Ding aktiviert kriegt und so. Und ja, das Problem werde ich dann heute nicht haben, es sei denn, ich entscheide mich nochmal dazu, Rock wieder aus der Truppe zu entfernen. So, dann stelle ich mich mental jetzt schon mal wieder ein bisschen auf Menügewusel ein. Habe ich gar keinen Bock drauf, aber gehört dazu. Die Motivation ist groß, denn ich will das irgendwann mal hier... ich will diesen Gegner einfach sehen, der am Ende der Mission auf uns wartet. Ich finde das mega... schlecht. Schlecht. Heute verwende ich keine Kraftausdrücke. Ich finde es mega schlecht und ein bisschen blöd, dass man sich dort nicht direkt hinporten kann, aber dann ist es so. Ich mache jetzt mal einen etwas größeren Cut, wo ich den Laufweg rausschneide und auch meine Truppe vor Ort schon mal prepare. Ihr seht ja dann, was für Attribute ich benötigt habe. So, Leute, ganz schwierige Situation jetzt. Ich werde Herald jetzt einmal zurückholen müssen, weil ich jetzt nicht will, dass das hier alles umsonst gewesen ist. Es ist ganz, ganz knapp hier momentan. Ich komme an den zweiten Siegelstein, da habe ich leider gar keine Chance, weil ich nicht auf eine Eisstufe von plus 9 komme, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber ich muss halt meine bestehenden Eisklingen scheinbar noch ein bisschen weiter leveln. Aber wenn ich jetzt nicht einen ganz miesen Rechenfehler drin habe... dann sollte ich jetzt den Elektrostein hier irgendwie aushebeln können. Und hoffe, dass das jetzt aufgeht und dass ich jetzt die Unterbrechung nicht umsonst herbeigeführt habe. Ja, okay, das geht wenigstens. Sehr schön. Alles klar. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen. Ich dachte nämlich, dass ich mit ein bisschen Hin- und Herschieberei auch Eis hinbekomme. Und was ist das? Hä? Achso, Licht.
Alles klar. Licht. Oh, ich glaube. Achso, da brauche ich aber nur Stufe 3. Kann ich das eventuell jetzt schon aktivieren? Ich habe doch eigentlich... Ja, guck mal. Das heißt, ich habe jetzt nur noch Eis. Ich habe jetzt nur noch Eis. Ich bin so nah dran, diesen Gegner kennenzulernen. Das gibt's doch nicht. Aber ich glaube, da konnte ich jetzt, selbst wenn ich Leute aus ihren Missionen zurückgeholt hätte, ich glaube, ich hätte diese Zahl nicht erreichen können. Vielleicht mit Transferprotokollen, aber das muss ich dann irgendwann in Ruhe nochmal durchrechnen. Und hier, ich hoffe, das hat jetzt keinen Nachteil gebracht, aber hier muss ich das jetzt leider unterbrechen und würde das gerne jetzt nochmal in die Wege bringen. Von mir aus auch nochmal mit den gleichen Klingen. Ich muss mal kurz gucken. So, Leute, wir haben jetzt viel Zeit gespart. Also ihr habt viel Zeit gespart, ich nicht, aber ich habe jetzt nochmal genau die gleiche Truppe auf die Reise geschickt mit genau den gleichen Klingen. Und ich habe meine Klingen jetzt auch gerade eben nochmal angepasst, so wie ihr das vorhin auch gesehen habt. So, das heißt, jetzt gibt es keinen Grund mehr, nicht mit der Hauptstory weiterzumachen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, aber ich freue mich auch sehr auf das, was kommt. Und hätte auch gar nichts dagegen, wenn das jetzt mit den Cutscenes und alles wieder so ein bisschen eskaliert. Ich glaube, war das hier der Punkt, wo es dann weiterging? Da haben wir auch irgendwann vor Ewigkeiten, gefühlt vor 100 Folgen oder so, auch meine Szene losgetreten, aber ich bin dann da nicht weitergelaufen. Und dann gucken wir mal, was hier und heute passiert. Gott, bin ich aufgeregt. Aber ich habe Bock auf neue Gebiete. Ich habe Bock auf geile Cutscenes. Ich habe eigentlich auf alles Bock, was jetzt noch so kommen mag. Ich habe auch Bock aufs Resonieren, aber dafür werde ich jetzt nicht nochmal unterbrechen. Notfalls verschiebt sich das auch in die nächste Folge. Müssen wir mal gucken. So unendlich viele Kernkristalle haben wir ja eh nicht mehr. Also ist das, glaube ich, nicht so tragisch, wenn hier und heute nichts abgearbeitet wird. Und streng genommen hatte ich das beim letzten Mal auch nicht in meine Zusammenfassung mit reingepackt, ja. Aber dafür muss heute eigentlich Zeit sein, weil ich habe jetzt Zenobia gestrichen. Ich könnte mich auch auf einen anderen Gegner einschießen, aber ich würde das schon gerne so ein bisschen in der Reihenfolge machen. So vom inneren Ring hin zum äußeren, wenn ihr versteht, was ich meine. Warte mal, ich will trotzdem nicht nachlässig werden. Ich kenne diese Ecke hier nicht, deswegen gucke ich lieber ein bisschen genauer. Nicht, dass ich hier noch Schatztruhen irgendwie tummeln und an denen bin ich sehr, sehr interessiert, weil ich sehr an guten Kernkristallen interessiert bin. Und das eine kann durchaus das andere beflügeln, nicht wahr? Der Weg hier ist lustig. Da würde nicht meine Kiste hinpacken. Hinpassen. Okay, was auch immer uns dort erwartet, aber es sieht aus, als würde da gleich schon wieder alles eskalieren, aber das Gefühl habe ich bei dem Spiel eh ständig. Und meistens stimmt das ja am Ende auch. Holy shit! Vereistes Trümmerfeld, wo zur Hölle bin ich denn hier? Oh oh. What is this place? A battleground from the Aegis War. There are many things here, I remember. The walls and floors are melted. Must have been a hell of a battle. Ophion isn't the only artifice. You've already seen one other, Siren, the one Mithra commands. But during the war, there were countless artifices wielded by Malos. So it's a site of a fight against him. Say, what are these artifices anyway? We've only actually met Ophion. We've never even seen Siren, just that light thing it shoots down. They're a power granted to the Aegises. Divine swords sleeping in Elysium, far above us all. Hold on, I thought Elysium was a paradise, not a scary weapon stash. I don't know. What do you mean you don't know? All that I can find in the corners of my memory is that townscape. I don't know why Father created me,
or created the artifices. That's what I want to find out. Pyra. It's okay. We'll find out once we get there. I don't think... Open a chest, it might turn out great. But until then, it's just a crate. That's rule 4 of the Salvager's Code. Ha-ha! Rex, comparing Elysium to dirty old sea junk? Ich fand das... Level 84, holy moly, lass mich doch erstmal hier ankommen. Sag mal, hakt's? Ich fand das gerade voll süß, wie er das so aufgelockert hat. Ich finde das generell immer schön, wenn auch bei den ernsten Themen, also das mag ich generell an Spielen, wenn das dann auch immer so aufgelockert wird, ne? Und das dann immer nicht so verkrampft ist. Das macht die Charaktere sympathisch, das macht die Charaktere authentisch, das macht einfach auch mehr Spaß, sich das anzugucken und zuzuhören und alles und überhaupt. Und ja, na gut, dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Und es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, Leute. Ich meine, wir haben gerade schon gesehen, dass es sich hier um so eine riesige Fläche handelt. Alter Verwalter, die sind ja alle so krass drauf. Also ich glaube, in der Mitte dann einmal durchlaufen, das knicke ich mir dann, weil die Gegner mir einfach zu krass sind und ich keinen Bock habe, hier alle 2 Schritte zu verrecken. Aber, oh Gott, und dann ist das hier auch alles noch so Gerümpel und, sag schon, mir fehlt gerade das Wort, So Felsbrockenmäßig. Nee, nicht mehr fehlt. Mir fehlt gerade das passende Substantiv. Das heißt, Ränder absuchen wird hier wahrscheinlich ein bisschen aufwendig sein. Aber... Oh nein, nein, nein. Oh, du bist so ein Spielverderber, bist du. Als ich bin doch nicht mal jetzt hier in irgendwelchen Ecken, wo ich... Obwohl, warte mal, muss ich da überhaupt einmal durch? Bestimmt muss ich da durch. Ja, ich muss auf die andere Seite. Was ist denn das, ey? Packen die ja einem hier Level 90 Gegner hin und das ist Hauptstory. Ich bin nicht in irgendeiner optionalen Nische. Seid ein bisschen liebevoller zu mir, okay? Ich finde das nicht in Ordnung. Dann gehe ich halt gar nicht gucken, was da in der Mitte so rumliegt. Aber bei fliegenden Gegnern ist das eh immer so ein bisschen Glücksspiel, ne? Ob sie dich erwischen... Ob sie gerade die richtige Strecke langfliegen oder nicht. Wenn ich jetzt nochmal verrecken sollte, dann... Oh Gott, da steht einer. Der wird mich gleich so abmurksen. Aber vielleicht interessiert der sich auch nicht für mich. Solche coolen Gegner gibt es ja manchmal auch, ne? Sind gefühlt 1000 Level über dir, aber lassen dich in Ruhe, weil die ihr Leben chillen und sich denken, wenn du mich nicht angreifst, greife ich dich auch nicht an. Oh nein. Oh nein, ich hätte das nicht zu laut sagen müssen. Dürfen. Ich bin zu laut gewesen. Der hat das gehört und dachte sich, nee, zu solchen Losern gehöre ich nicht. Ich bin kein Pazifist. Ich bin jemand, der gerne Tote um sich hat, die er selber verursacht hat. Alles klar, Gegner. Alles klar. Dann laufe ich jetzt halt mal rechts lang. In der Hoffnung, da vielleicht ein bisschen mehr Glück zu haben. Aber ich bin überrascht, dass die hier... Guck mal, da ist schon wieder so ein Gegner. Ich bin überrascht, dass das von Entwicklerseite aus, dass die so ein Gebiet einbauen, wo du einfach vorbei musst. Und die dir trotzdem so hochlevelige Gegner hinpacken. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht einfach zu niedrig gelevelt bin. Aber das glaube ich nicht. Die wollen wahrscheinlich, dass man hier vorbeiläuft und so ein bisschen... den Thrill spürt. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Gib mir bitte schöne Kernkristalle. Nein, Wasserabwehr ist kein Kernkristall. Das müssen wir nochmal üben. So war das hier nicht gewünscht und geplant und gewollt. Aber wenigstens gibt es hier Kisten. Auch wenn das nicht am alleräußersten Rand zu finden war. Deswegen mache ich mir das hier wahrscheinlich unnötig kompliziert gerade. Aber andererseits ist das wahrscheinlich auch die sicherste Vorgehensweise, sich hier von A nach B zu bewegen, oder? Weil der Vogel, der wird mit seinen riesigen Flügeln wahrscheinlich nicht die ganze Zeit die Felswand hier entlang schrappen. Da inmitten dieses Gerülls, da wird bestimmt voll das wertvolle Zeug liegen. Und wenn ich da hingehe, dann werde ich direkt von irgendwelchen Gegnern erwischt, oder? Wobei es hier gerade relativ ruhig aussieht. Ich weiß halt nicht, diese Viecher, die da oben lang fliegen, wie krass deren Reichweite ist. Wenn wir jetzt irgendwie so völlig unspektakuläre Ameisen nur für die sind, dann juckt die das vielleicht gar nicht, dass wir hier so rumtouren. Ey, wenigstens eine Kiste. Kann doch nicht sein, dass hier gar nichts ist. Hier ist aber gar nichts. Das ist doch nicht wahr.
Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt ist mein Drang, mir ja alles ganz genau anzugucken, ein bisschen geschmälert. Aber der lädt sich insgeheim im Hintergrund schon wieder auf. Aber das ist auch so ein bisschen die Macht der Gewohnheit. Es ist gar nicht mal die Erwartungshaltung, dass es da irgendwie was gibt. Es ist einfach so ein bisschen Gewissensberuhigung, dass man ausschließen kann, wenn man eine Seite abgearbeitet hat, dass man da irgendwas übersehen haben könnte, irgendwas Cooles. Aber guck mal, ich glaube, wir haben es geschafft. Wenn ich jetzt nicht ganz doll Pech habe und mir jetzt sich irgendwer noch an die Fersen heftet, aber nee, es sieht gut aus. Ich habe nur eine Kiste unterwegs mitgenommen. Sehr spärliche Ausbeute, aber lieber spärlich als gar nicht vorhanden, ne? So. Tja, eigentlich würde ich die andere Seite auch gerne noch abprüfen. Wo zur Hölle bin ich hier? Aber ich kann mich hier noch nicht hinporten, ne? Ich würde ganz gerne schon einen Reisepunkt hier irgendwie noch aktivieren, bevor ich mich dann wieder in den sicheren Tod stürze. Deswegen gehe ich jetzt erstmal ein bisschen weiter nach geradeaus. Oh shit, ich glaube, hier wird jetzt ein krasser Bosskampf kommen. Hier wird jetzt bestimmt gleich so eine 15-Minuten-Cutscene kommen und dann so ein Bosskampf, der vielleicht einen Kapitelwechsel sogar einläutet. Wir müssen ja irgendwie an Genbu ran. Wir müssen ja irgendwie diese gelöste Kette wiederherstellen, ne? Das war, glaube ich, unsere ursprüngliche Aufgabe, die eigentlich auch zeitlich begrenzt ist. Ich weiß, ihr hasst mich jetzt für das, was ich tue. Aber wenn meine Let's Plays ein Charakteristikum ausmacht, dann... Jawohl, dass ich mich nicht hetzen lasse und gerade in neuen Gebieten möglichst gründlich vorgehen will. Ich versuche immer schon hier und da zu kürzen, wo es sich anbietet, wie jetzt zum Beispiel beim Laufweg gerade eben. Aber lasst mich mal schauen, ob wir hier noch die ein oder andere Kiste mitnehmen können. Und wir haben ja noch genug Zeit, um das nächste Ausrufezeichen, das nächste Doppelausrufezeichen auch zu berühren und damit die nächsten Szenen auszulösen. Ich bin ja selber auch gespannt. Es ist ja nicht nur so, dass ich das mache, weil ich euch quälen will. Mich interessiert ja auch, wie es weitergeht. Aber es fühlt sich halt noch mal besser an. Oh, da ist ein Schatz. Hallo Schatzikowski, du bist aber sehr gut versteckt gewesen. Du bist sehr gut versteckt gewesen und nicht mal ein Seltener, weißt du? Wieder schon voll auf Sparflamme. Das ist doch nicht wahr. Bin ich ein bisschen traurig jetzt. Aber egal. Ein neuer Kernkristall heißt einmal wieder Hoffnung schöpfen können. Einmal die minimalste, kleinste Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht eine Spezialklinge entspringen kann. Ich habe ja Theorien. Ich habe vor allen Dingen eine Theorie, wo ich fast was drauf verwetten würde. Beantwortet mir das aber bitte nicht. Da würde ich mich gerne überraschen lassen. Und zwar... dass die Spezialklingen, die mir noch fehlen, allesamt dem Feuerelement zugehörig sind. Weil ich habe so wenige Feuerspezialklingen. Eigentlich nur Dagas. Ich sehe das immer wieder, wenn ich die Söldnermission starte. Ey, das war gerade sehr auffällig. Da hätte ich rüberspringen können, wenn ich mich nicht wie der letzte Vollhorst angestellt hätte. Wie bin ich denn da jetzt hochgekommen? Guck mal. Da bin ich jetzt sehr enttäuscht, wenn es dort jetzt nichts gibt, weil... Das war, wie gesagt, auffällig. Warte mal, wo war der Punkt? Hier. Den Sprung habe ich, glaube ich, gerade verkackt, oder? Ist das jetzt hier irgendwie special? Das Gute ist, ich habe den Reisepunkt freigeschaltet, deswegen habe ich von dort aus direkt kehrt gemacht, weil wenn ich ja einmal durch bin, dann kann ich mich hinporten und dann verlieren wir diese Zeit dann nicht nochmal. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch voll der ausgereifte Plan, ey. Kommt man hier voll Logik und Struktur geboten in der heutigen Folge. Ich finde, das ist gar nicht so verkehrt. Auch wenn es das ein bisschen in die Länge zieht. Und rausschneiden werde ich dieses Wandabsuchen auch nicht, weil das halt das erste Mal ist. So, aber wir haben es geschafft. Und wir werden, um euch jetzt noch weiter auf die Folter zu spannen, ja, das ist irgendwie voll der Masochisten-Part, aber egal. Ich werde jetzt einmal noch resonieren. Ist ja für euch, wie gesagt, abgekürzt. Sollte also nicht das Problem sein. Ich muss jetzt leider mich nochmal rückversichern, weil ich immer Angst habe, dass ich mich dann im Nachgang ärgere. Aber ja, Adenine und Boreas sind drin. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal kurz zusammen, wie viele Kernkristalle überhaupt da sind. 9 von den normalen. Ich werde jetzt 4-mal... mit den normalen Kernkristallen mein Glück versuchen. Okay. Ich hoffe, Däumchen sind gedrückt. Ich bin immer mal überlegen, ob ich Verstärker einsetze. Das mache ich immer mal so. Aber kann man mal probieren.
Ich war gierig. Ich habe jetzt noch einen fünften Kernkristall mit reingenommen. Gebracht hat mir das nicht viel. Da waren aber zwei Klingen dabei, die jeweils drei Talente mitgebracht haben. Das ist für mich immer so ein kleiner Trost, weil das dann eigentlich Klingen sind, die man immer ganz gut auch in Söldner Aufträge schicken kann quasi. Aber geklappt hat es leider nicht. Ey, ich habe echt Angst, dass ich in diesem Let's Play gar keine neue Spezialklinge mehr zu sehen bekomme. Aber ein paar Versuche haben wir noch. Aber jetzt erstmal volle Konzentration auf das, was hier gleich passieren wird. My prince, look over there! Would you look at that? I guess we've arrived. Whoa, it looks way older than the palace. Yes, it seems untouched by the ravages of time. That's it. Looks like a core crystal. Is that the Omega Feta? Yes. That's Ophion's control core. It was originally a conduit that I used to communicate with Ophion. We have to hurry. Yes, you're right. Well, can you fix it? Shut up. I'm sorry. Mithra? Whoa. In that case... Are we... rising? All right, Prince. I've told Genbu to resume circling the Cloud Sea once he's done rising. Nice. Looks like we made it, after all. Oh, great news! Oh, Tora was not look forward to becoming Flatter's Argenta Monkfish. A job well done, eh? Hey, Rex, you can remove that thing now. Hmm. So it was hidden all the way out here. What? No wonder we couldn't find it. I'd just been wondering whether it was time to make an exit. Thanks for saving me the trouble. Lovely to see that tedious woman isn't here to get in our way this time. Care to join me? In a dance of death, Nia? I think I just threw up in my mouth a bit. Mean little girl. You've come for the feta, haven't you? Perceptive, kid. Condescending much? It's not like there's anything else here. You are so mean. Now, hand it over nicely would be the classic line, but no. I'm not letting you escape with your lives. For Jin's sake.
Where are Jin and Malos anyway? There are a few things I need to ask them. Frankly, I don't think they've got much interest in what you have to say. Sure about that? Quite sure, yes. Not to interrupt the verbal sparring, but how do you plan on doing anything without your blades? We're no pushovers, you know. Oh, we're quite aware of that. We just don't need them. You see? Explain yourself. Crystals! They're blades! Worse. Flesh eaters. Bravo! Very good. We've had many an interruption in the past. But here, that seems less likely. So let's go all out. You can try, but I assure you, we won't go down easy. I wouldn't have it any other way. Like I said. All out. Die haben auf jeden Fall sehr, sehr geile Waffen, muss ich ja mal ehrlich eingestehen und anmerken. Aber ich glaube, bei dem Level, weiß ich nicht, will die jetzt nicht unterschätzen, aber ich glaube, das könnten wir hinkriegen. Ich habe jetzt auch nicht die allerschlechtesten Klingen dabei. Aber das Ding ist, ich bin so ein bisschen, ja, ich mache mir schon wieder um komische Sachen Gedanken. Ich bin ein bisschen traurig schon gewesen während der Cutscene, dass ich jetzt Herald nicht mit dabei habe, weil es hier bestimmt ordentlich Erfahrungspunkte geben wird. Können wir aber auch vorstellen, dass das wieder so ein Kampf sein wird, den man nicht komplett abschließt, weil sich mittendrin entweder Jin einmischen wird und ja, keine Ahnung, irgendwas wird uns jetzt hier wahrscheinlich wieder dazwischen funken. Ich hoffe, irgendwas Positives, keine weiteren Hiobs-Botschaften. Cool wäre natürlich auch, wenn wir die ein für alle Mal aus dem Weg räumen könnten. Diesen einen, hab ich schon wieder vergessen, wie der heißt. Ich könnte ihn jetzt kurz anvisieren, aber die Brillenschlange halt, den würde ich gerne ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Und die Dunkelhaarige, die mit P anfängt, auch ihren Namen habe ich leider schon wieder vergessen. Die hätte ich gerne selber im Team so als Charakter. Wenn ich mir einen von den dreien hier aussuchen könnte, dann wäre sie auf jeden Fall meine erste Wahl. So steht mal fest. So. Dann, ich hätte gerade mit Mithra die nächste Ebene erreichen können, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, warum das Menü da oben verschwunden ist. Gerade, hä? Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie zu spät reagiert habe und die Leiste zu Ende gegangen ist. Das hatte ich jetzt gar nicht so im Blick. Aber warum ist der jetzt von Pyra auf Mithra geswitcht? Das verstehe ich nicht so ganz, weil ich meine, dass ich diesen Befehl nicht ausgesprochen hätte. Aber ist auch egal. Das sieht nämlich nach einem Kampf aus, den wir einfach nur ganz komfortabel runterspielen können. Und guck, jetzt kommt nämlich die Situation, weswegen ich Rock unbedingt mit dabei haben wollte. Damit er nämlich das Ding jetzt hier abschließen kann. Hallo, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt, hä? Ich war immer noch auf Pyra, kann das sein? Auf Mithra. Das nervt mich so ein bisschen. Also ich weiß anhand von euren Rückmeldungen in den Kommentaren, dass immer irgendwelche Effekte dran schuld sind, wenn Rex die Befehle nicht so ausführt, wie ich sie ihn eigentlich ausführen lassen möchte. Aber es ändert nichts daran, dass es extrem nervt. Wenn du wenigstens irgendwie so ein Geräusch hättest oder so, also vielleicht ist mein Headset auch zu leise eingestellt, also irgendein Signal geht jetzt gerade nicht, dann könnte ich damit irgendwie auch was anfangen. Das Problem ist aber, ich peile das immer nicht und verlasse mich darauf, dass es funktioniert. Was es ja auch in 80% der Fälle tut. Ne? Aber es sind dann eben nur diese 80%, manchmal auch 70%, je nachdem. So, warte mal, der erste ist aber jetzt gleich down. Und wir sind relativ stabil. So, das sollte auf jeden Fall den Rest erleichtern. Wettermaschine? Was ist das denn hier schon wieder? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Hallo Wettermaschine. Ich glaube,
Der Kampf wäre vielleicht ein bisschen flotter vonstatten gegangen, wenn ich dich früher gesehen hätte. Aber man lernt nie aus. Man lernt nie aus. So, und jetzt habe ich Pyra drin. Und jetzt kann ich genau das Richtige tun. Ich werde jetzt in diesem Kampf diesen Fehler kein weiteres Mal machen. Dass ich der Meinung bin, auf der richtigen Klinge drauf zu sein und dann erst zu spät festzustellen, dass dem nicht so ist. Guck mal, du kannst sogar... Was? Die Wettermaschine hat sich geheilt. Du kannst aber sogar der Wettermaschine Elementarkugeln aufdingsen. Das finde ich sehr interessant. Ich hoffe nur, dass die sich jetzt nicht so ständig regelmäßig heilt, dass ich die gar nicht ausgenockt kriege. Ach warte, ich muss meine Leute wieder... Ja, es sind immer so Kleinigkeiten, die ich vergesse. Ich habe es jetzt schon wieder versäumt, alle auf einen Gegner zu hetzen. Aber jetzt sind wir wieder dabei. Stirb, Wettermaschine! Du bist doch Patroka, heißt sie. Da oben habe ich den Namen dann auch wieder. Haben wir noch eine andere? Warte, vielleicht sollte ich mir mal... Arkos heißt der. Der Bastard, der mir so offen gesagt geht. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels meine Haupthassfigur hier bleiben. Ich hoffe natürlich, dass wir den auf halbem Wege eventuell noch aus dem Weg geräumt kriegen. Jetzt kann ich zum Beispiel meine Klinge wieder nicht wechseln. Hat die Rex gerade schon wieder irgendeine Einschränkung? Das geht nicht. Ich versuche, jetzt kann ich auf Praxis wechseln, alles klar. Also so Zustandsveränderungen erkennen, einordnen und da entsprechend drauf reagieren, da muss ich auf jeden Fall noch besser werden. Da habe ich noch viel Luft nach oben. So, ich verlasse mich jetzt drauf, dass Mia genau die zweite Stufe erreicht. Und dann kann ich gleich mit Pyra das Ganze wieder schön zu einem Ende bringen. Jawohl, ich glaube, Dampfexplosion ist die Technik, die ich hier bisher am häufigsten im Let's Play zum Einsatz gebracht habe. Aber es ist halt auch irgendwie sehr oft gefühlt als letzte Stufe dann das Feuerelement gefragt. Deswegen wird das wahrscheinlich damit auch zusammenhängen. Ich meine ja immer noch, dass es daran liegt, welche Klingen alle Mitstreiter letzten Endes angelegt haben. Aber zu 100% habe ich das immer noch nicht kapiert, nach welchem Prinzip diese Elemente da oben rechts ausgewählt werden oder verteilt werden, wie auch immer. Oh, guck mal, guck mal, guck mal! War das gerade 3 oder 4 Kernkristalle? Auf jeden Fall, weil das, was sie da gedroppt hat, mega der Jackpot. Wir haben auf jeden Fall wieder ausgesorgt für die nächsten Folgen. Das ist schon mal gut. So, wollen wir jetzt mal die Stufe 2 initiieren? Jetzt kann ich schon wieder nicht wechseln. Ich drücke die ganze Zeit nach links und es passiert nichts. Ich bin doch gerade immer noch mit Rock unterwegs, oder? Ja, jetzt bin ich bei Praxis. Okay, warte mal, wir machen jetzt einmal das hier. Da ist schon wieder so viele Sachen, auf die man sich hier konzentrieren muss. Aber egal, wenn das alles am Ende des Tages ein gutes Ende nimmt, dann soll dem so sein. Und Morek wird jetzt gleich einen schönen Finisher eventuell rausballern. Wenn wir den jetzt noch ein bisschen runterkriegen. Oder Mia. Mia ist auch okay. Immer raus mit der Infektion. Wenn sie auf den Gegner geht und vor allen Dingen auf ihmchen hier, dann ist mir das ganz dolle recht. Ich hoffe, es hat ihm so richtig, richtig doll wehgetan. Also bei dem, wirklich, wenn es einen Charakter gibt in Xenoblade Chronicles 2, der irgendwie Folterfantasien in mir weckt, dann ist das auf jeden Fall Arkos. Auch wenn da schon wieder so ein bisschen die sadistische Ader durchkommt, aber zu der stehe ich. Bei bösen Leuten, die auch keine Rücksicht auf andere nehmen, da finde ich überhaupt nichts. So. Vielleicht hat er auch eine gute Seite, aber die hat er uns bisher nicht gezeigt. Deswegen rechne ich nicht damit, dass es sie gibt. Aber er ist down. Und noch ein seltener Kernkristall. Yes. Inconceivable! How could we? These rats! Warned you, didn't we? You mess with Thunderbolt Zeke, that's what you get. You brought this on yourselves. Anyway, this has gone on long enough. Nighty-night, chaps! Very much looking forward to interrogating you later. Here I go! Bringer of Chaos! Jin? Where did he... Seems they don't call you Thunderbolt for nothing. That's the first time I've ever missed a vital point. You bastard! Prince! Don't worry yourself. It's just a scratch, really. Jin, are you okay? Relax, he's not made of glass. Malos?
Don't mind me. I'm just a spectator. He, on the other hand, insisted on coming here to settle a score. Jin did. Correct. You will give me both the Omega Fetter and the Aegis. You just try and take them. I know you're strong, but there's no way we're giving you Pyra or Mithra. You have power, boy, but words do little. If you know what you desire, you will have to show it. Not with words, but with your own strength. Jin's true form. What enormous energy. There's no change to ether energy of surroundings. That energy being emitted from interior of body. Just like our Pyra then. Where do they even keep all that energy? How about all that rage energy? He's got all pent up inside. No, that's not it. It's... Watch out! Here he comes! Okay. Kann Jin eigentlich auch hässlich oder so? Der hat irgendwie immer ein mega cooles Design. Danach wird es safe einen Kapitelwechsel geben, oder? Ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf, dass Jin vielleicht mal auf unserer Seite raussteht und dass sich alle mal gemütlich an einen Tisch setzen, irgendwie einen Tee trinken und das einfach mal alles in Ruhe besprechen. Ich habe immer das Gefühl, dass man vielleicht Lösungen finden könnte, die sich auch nicht ausschließlich über Kämpfe herbeiführen lassen, aber naja, wir werden sehen. Mal gucken, ob ich das jetzt hier im First Try hinkriege. Rein levelmäßig sollte das eigentlich kein Thema sein. So, jetzt kann ich gerade meine Klinge nicht wechseln, weil ich gerade durch die Luft gewirbelt wurde. Das habe ich gerade irgendwie schon mir selber erschließen können. So, warte mal, Giftwasser. Alright, sind wir damit jetzt bei Stufe 2 oder 3? Ich habe eigentlich auch gerade die zweite Stufe schon aktiviert, hä? With wounds like that, they're done for. It's their biggest weakness. Your struggle is pointless. My power gives me control over all elementary particles. Party? What? Huh. This allows me to accelerate my body to the speed of light. No matter how far ahead you can predict, your movements themselves are limited. You are no match for me. Mithra! I'm still here. Rex, we have to slow him down. Match light speed with light speed. Got it. Okay. Here we go. Do it! Didn't I tell you? I can manipulate elementary particles. And the Aegis's attacks are nothing but a stream of particle energy. Particles that form it are too heavy to truly reach light speed. The result
is obvious. Oh, no. Mithra's attack didn't... Jin. It's over, boy. Eat this! Artificial blades! Of course. That's why you were at Banner's factory. You won't win so easily! Lady Morag! Whoa. You're quite a looker from up close. Killing you will be such a waste. Let me go! You pig! Stop it! I'm surprised you're still breathing. Relax. You'll be able to rest after I've pried that core crystal from your chest. I won't die here. I have to reach Elysium. I have to find the answers we're all looking for. What answers? In this world, there are no answers. Enough! I'm the one you want. Isn't that right? Leave them out of this. Aw, look. What a touching scene. Are you going to beg for their lives? No mockery, Mick. This is serious business. Put the sword away, Jin. If not, I'll... You'll do what, exactly? I will... annihilate myself. What? You need me alive, don't you, Melos? You worked that much out, did you? Well done. But how would you make good on that threat? You don't have that kind of... Are you so sure about that? This is a shock. I didn't think you had it in you. What's going on? She's controlling Mithra's artifice herself. She's controlling Siren through sheer willpower? Go ahead. I'll deflect it with my powers. Just like before. You could do that. If I use the particle cannon itself. But this is the targeting ray. It moves at the speed of light. And if I turn up the output just a little, that light alone has enough power to annihilate a single blade. You. One signal from me, and my body will be scoured from this world, faster than you can blink. So, Jin? How unexpected. That you, an Aegis, would say something like that. So you'll do it. Open the gates to Elysium for us. Yes. If that is your wish. Don't, Hyra! They'll just... Jin?
Very well. Pyra. Nia. Keep Rex safe for me. No. No way. I don't agree to this. I'm really sorry, Rex. Pyra. But why? Tyra! Look at the state of you. You hadn't even noticed. Your own blade has been wounded so deeply, and all you can think of is yourself. You awakened the Aegis. I thought you might have been different, but you're just a fool. A pitiful, childish fool. Pyra!